Servus Leute und willkommen zurück zu einer weiteren wunderschönen und spannenden und actiongeladene Folge von Tales of Graceseth. Wir haben endlich das östliche, südliche, nördliche Bullshit hinter uns gelassen und sind jetzt auf dem Weg zu der nächsten Schlacht, auf dem Weg nach Barona, um dort uns ins Schlott zu stürzen und Richard, obwohl er uns verraten und misstraut, wir trotzdem noch an seiner Seite sind. Die Frage ist natürlich, wie lange noch, und ich möchte gerne da durchsnicken und jetzt anzugreifen. Ich denke mal, diesmal sind wir auch in der richtigen Richtung. Das war eher... Okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe rein gar nichts gesagt. Fuck, wohin muss ich denn? Begib dich ins Schloss Barona. Ja, es ist auch meine Intention, was ich da gerne machen würde. I can't lose! Habe ich auch nicht vor gegen solche Noobs. Geh weg, Schleidi! Hast mir schon fast wehgetan, mein Freund. Aber auch nur fast. So, ein wenig aufladen. Bis der Assel on fire ist. I'm getting stronger. Oh yeah, das bist du. Ich hoffe, ich verlaufe mich da jetzt nicht allzu viel, weil sonst schneide ich da. Aber ich hab keinen Bock. Also hier sind wir das letzte Mal. Gehen wir einfach mal den Weg, dass wir doch ordentlich herkommen, soweit ich mich da noch erinnern kann. Mal schauen. Wir gehen mal kurz den Weg und dann schauen wir mal. Ich hoffe, es gibt nicht allzu viele Kämpfe. Eine toxische Nagel. Stimmt, den LF-Mixer. Das sage ich aber fast nie, weil ich den immer wieder neu justieren möchte. Eines Tages ist wieder ein Part kommen. Eines Tages. Lass mich in Ruhe, du Schatten... elendiges Schattenvieh. Ah, das sieht doch schön aus. Da stand schon mal was mit Barona Süd. Östliche Barona. Landstraße Süd Barona. Wunderbar. Ah. Ja, da wollte ich ja eigentlich hin. Aber da, die lassen mich ja dann nicht. Oh Gott. Heißt es, ich muss jetzt komplett außen rum eiern. Erstmal das Funkeln. Das ist ganz wichtig. Also so eine Dreiecklandschaft, dass ich halt erst nach unten muss, also gegen Süden. Dann gegen Westen, wieder wegen hoch. Und dann wieder so östlich schräg hoch. Dass ich halt so dreieckmäßig laufe. Ich hoffe, das Spiel verlangt das nicht, weil sonst haben wir eine lange Reise vor uns. Voller Abenteuer. Ich habe mein Picknickkorb gemacht. Verdammt! Ja, Gummisamen, lieblich. Die NPCs haben mehr oder weniger schon alle angesprochen. Von da. Wir winken ja mal. Winke, winke. Wir sehen uns wieder. Bin jetzt mal gespannt, ob ich überhaupt durch die Brücke kann. Wenn nicht, dann. Gott, wohin soll ich denn sonst noch gehen? Oh, muss ich einen Teleporter benutzen? Oh, habe ich halt überhaupt keine Lust. Wir schauen erst mal. Schauen wir erstmal, ob wir hier runtergehen können. Wenn nicht, müssen wir halt den Teleporter nehmen. Müssen wir wieder in die Untergrundruine. Wall Bridge. Und da sind wir ja mehr oder weniger gekommen. Es kann natürlich sein, dass wir vielleicht nach Süden her raus können. Was ich allerdings nicht glaube, weil ja die ganze Armee vom Richard, die waren ja eher im nördlichen Bereich. Aber wir versuchen mal unser Glück. Schauen wir mal, ob der Espel uns lässt. Scheint so. Okay, wie es aussieht, müssen wir doch etwas Umweg hier machen. Aber okay. Vielleicht gibt es hier sogar noch Gespräche, dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich hier richtig bin. Naja, dann machen wir halt nochmal einen Kreuzgang. Ist es nicht der Weg zurück nach Land? Hey, vielleicht treffe ich ja dann Hubert wieder und der vertretet uns dann, dass er dann... Yo, Espe, es tut mir leid, dass es so edgy war. Komm, lasst uns wieder brüderlich vereint sein. Und... Yeah, ich helfe euch bei eurem Problemchen. Hallo Kartoffelfrau, hallo Kartoffelman. Es war schön mit euch. Oh, fucking Kaktus. Geh einfach nur weg. Ich hoffe jetzt echt, dass es der richtige Weg ist. Weil ansonsten haben wir ein richtig großes Problemchen. Und wie lösen wir das Problemchen? Definitiv nicht mit einem Löffelchen. Sondern mit einem Messerchen. Das ist unser Karottenman. Er freut sich auf jeden Fall. So, wo sind wir denn hier jetzt? Grail-Side. Okay. Können wir damit ein Schiff vielleicht fahren? Das war nämlich entzückend.
war auf jeden Fall der Baron. Neues Equipment, ich weiß nicht. Es gibt halt so wenig neues Equipment, das ist halt so schade. Aber hier habe ich mich noch gar nicht so richtig umgeschaut. Doch, habe ich. Keine Zeit verdrücken, Final, keine Zeit. Ein Hund. Sophie hält den Titel Sprinterin. Die Sophie läuft doch gar nicht. Wow. Ich bin beeindruckt. Da will ich ja eigentlich nicht hin. Da geht's ja nur zum Schloss. Wo ist hier der Hafen, meine lieben Freunde? Wo ist er? Dann ist er wohl in der Richtung. Hafen, ich komme. Stimmt's, Kinders? Ja, wisst ihr ganz genau. Hey, Tills. Servus. Hallo, alter Mann. Da ist gar kein Hafen. Okay. So. Alte Quell-Landstraße. Hier waren wir aber jetzt noch nicht, oder? Sagt mir jetzt auf jeden Fall nichts. Und die Schatztruhe sagt, hey, willkommen bei der alten Landstraße von Grails. Komm her und nimm mein ganzes Geld. Und ich so, ja, danke. Neue Gegnerin. Komm, du mit deiner Armbrust. Ach, super Deal, okay. Anfällig für Hieb. Was soll ich machen? Kriegst jetzt eins aufs Maul, mein Freund. Alter, das war fast 500er Schlag. Ihr habt keine Chance hier, Banditen. Banditos Tabaneros. Ja. Genau. Buch der Begabung minus 10 LF. Das ist in Ordnung. Ich denke mal, unser Ding hat auf jeden Fall noch die Qualität. Das hätte ich vielleicht noch lesen sollen. Weil es gibt ja verschiedene Qualitätsstufen mit fein, cool und fabelhaft. Marvelous. Mal schauen, was davon das wertvollste ist. Überwuchelter Kristall. Nice. Und ich habe auch schon Wölfchen, also lass mal Ruhe. So, hier ist nix. Der lacht mich da komisch von vorne an. Ich weiß nicht. Er ist ein Hinterhalt. The Tramp. Hi, mein Freund. Banditen. Ne. Ich kenne keine Banditen. Hinter dir ist ein Bandit. Der verarscht mich doch. Nimm einen Apfel. Hey, ich habe doch gesagt, ich kenne keine Banditen. Jetzt drückt euch, bevor ich euch verletzt. Okay. Verletzt mich. Ja, muss dreimal ansprechen. Das ist natürlich auch interessant. Oh man, wir sind total umzingelt. Der Pascal ist es vollkommen Rain. Vielleicht sollst du etwas ernster nehmen. Ich habe euch gewarnt. Habe ich euch nicht gewarnt? Also, Geld oder Leben? Ich nehme Option 3. Ich hätte gern Big Mac. Ach du meine Güte. Habt ihr das echt gerade gesagt? Kaum zu fassen, dass man das immer noch sagt. Ich meine, das totale Klischee, oder? Jetzt hast du es sauer gemacht. Was fällt dir ein, du kleine Girl? Pascal, es wäre ein guter Zeitpunkt, um den Mund zu halten. Ach, komm schon. Ich will den dicken Einbrecher doch etwas anbrüllen. Hey, ich bin ein Bandit. Und ich bin nicht dick. Halt, Schurke! Der Wirtschaftsjunge. Come to the rescue, du kleiner Lümmel. Gut gemacht, Idiot. Ihr werdet damit nicht davonkommen. Dort. Na sowas. Da haben wir ja den Pimp von neulich. Bist du wütend, weil wir dich von deinem Mädchen blamiert haben? Alter, das macht keiner. Pascal! Bereit! Können wir jetzt hier nicht mal kämpfen? Pa, schnappt sie euch. Heilige Scheiße, das hat aber lange gedauert. Ey, mach ich platt, Jungs! Ihr habt keine Chance! Ihr seid nur ein paar lächerliche Banditen. Was habt ihr eigentlich für so Leben? Naja. Nichts nennen werdet! Die schmelzen wie Butter in der Sonne. Oder in der Pfanne. Eher in der Pfanne. So, ist der letzte. Mann, ich habe schon die Hälfte verstanden. Aber ich find's gut.
Eines Tages. Ich meine, vielleicht muss ich das ja mal in der Aufnahme nochmal anhören. Verdammt, wir sehen uns noch und tschüss. Mann, selbst beim Weglaufen halt er noch Sprüche raus, wie im Theater. Alles in Ordnung? Ich brauche eure Hilfe nicht. Mit denen wäre ich auch alleine fertig geworden. Natürlich, mein Kleiner. Redest du nur selber ein. Und tschüss. Hey, warte! Sand. Stein. Da hat er was gedroppt wahrscheinlich. Hallo? Was ist das? Ja. Pascal? Ah, was passiert hier? Was ist mit Pascal los? Sieht shiny und er hat. Das ist ein Windgeist. Das ist Sümpf, oder? Pascal, du bist. Der Vertrag wurde erfüllt. Ich bin die Grim Sylph. Joyale Botin des Winddrachens. Ich hab doch gewusst, dass es Sylph ist. Wer hat das gesagt? Das Krias hat auf dein Blut reagiert. Du kannst meine Macht gebrauchen, wie es dir beliebt. Einfach so randommäßig ein Windgeist. Ernsthaft? Bei Symphonia musst du noch richtig kämpfen dafür. Geh hin und verbessere deine Fähigkeiten. Ich werde dir im Kampf zur Seite stehen. Das ist schön. Krieg ich die anderen Geister auch so randommäßig? Ups, verschwunden. Einfach so. Blup. Ich kann ihre Macht nutzen. Hm? Ich frage mich, was das bedeutet. Ich habe keine Ahnung. Du sprichst mir aus der Seele. Ich habe auch keine Ahnung, was jetzt gerade passiert ist. Grünes Krias. Anfrageobjekt. Ein mysteriöses Krias. Reich an Windelf. Hat auf Pascal reagiert. Ich habe jetzt einen Windgeist bekommen. Windbeschwörerin. Ernsthaft? Okay. Wisst ihr nicht? Alter, da ist der Karottenman. Ey, da gibt's doch so einen Film in Karottenman, der mit Karotten gekämpft hat. Und hey, Karotten sind gut fürs Auge. Bäm. Das ist richtig oldschool-mäßig. Früher gab es auf dieser Straße eine Menge Räuber. Ich weiß nicht, welche du meinen könntest. Aber dann hat sich ihr Boss aus dem Staub gemacht. Und jetzt sind nur noch seine Schergen übrig. Ganz schöne Schwächlinge sind das. Das weiß ich auch. Kann ich bitte Karotten haben? Möhre. Die besten Möhren sind glatt und einheitlich gefärbt. Je dünner, desto schmackhafter sind sie. Nice. Und merkwürdige Wissenschaft. Look at the size of those carrots. I bet there's a connection between them and the Amarcians. These are a Windor delicacy. I don't know, Mr. Science. The Amarcians have influenced many facets of modern society, you know. Such as? You know how streetlights draw power from Eleth? The devices themselves are supposedly based on Amarcian technology. And the weapons that let you use Krias arts contain similar technology. So this blade is built with Amarcian technology? Huh. Well, in that case, I guess a carrot could be as well. I know, right? I saw carrots in a book once. They were way smaller. It seems pretty likely to me. Ich mag Krötenmöhren. Gut. Aber da noch was? Natürlich. Ich seh's da schon. Ach, Fungelingebüsch. Noch mehr Äpfel. Nice. Hey, Bandit, was geht ab mit dir? Ich will nur schauen, ob da irgendwo noch eine Schatztruhe ist. Ah, ich kenne meine Tales-Spielchen. Matrosenmuschus. Da war doch noch irgendwie was. Ah. Ein Stein. Ja, okay. Espel, du weißt schon, was du mit Steinen machst. Wir werfen mal mit Gegnern. Da ist noch eine Schatztruhe, die nehme ich auch sehr gerne mit. Und dabei. Ah, da ist auch noch das Funkeln. Lamsamband. Band, der langsamen aufhebt oder verkürzt. Achso. Falls ich mal verlangsamt werden sollte, dann wird die Wirkkraft wegen reduziert. Naja. Es gibt Schlimmeres, als langsam zu sein. Denke ich. So, jetzt kommen wir gleich über eine Brücke. Und dann sollten wir auch schon langsam wieder in der Richtung sein, wo wir eigentlich hin wollten. Wir mussten halt echt außen rum. Aber ich bin wenigstens froh, dass wir wenigstens richtig sind. Hallo, Lady. Ich bin gerade zu süchtig danach, Christ-Fragmente zu suchen. Willst du mir jetzt damit andeuten, dass das vielleicht so eine Nebenquest ist, dass mir jetzt solche
Ach, das Land? Ah, okay, ich weiß wieder, wo ich bin. Ihr habt doch gesagt, es geht wieder in Richtung Land. Wollen wir mal riskieren, aber wahrscheinlich steht dann eh, du hast keinen Zutritt, wurdest verbannt. Ja, da stehen schon die Bastardos in ihren blauen Anzügen. Ja, wir versuchen es gar nicht erst recht. Wir gehen einfach. Ich sage dann, du hast hier keinen Zutritt mehr, geh weg. Oh, lass mein Hühnchen, chicken, chicken, chicken. Ja. Danke für diese 100 Gold. Da kann ich mir fast ein Eis holen. Mit fast meine ich ein halbes Eis. Weil selbst ein Eis kostet 200 Gold. Was ist denn los mit euch? Hi Kobold. Also einen geilen Schwanz hast du da. No homo. So. Da haben wir dann die Hütte, wo wir dann ein Wettrennen mit der Sophie gemacht haben. Und ich verloren habe. Aber ich will mal schauen, ob vielleicht noch ein Gespräch wäre. Nope. Leider nicht. Aber wir sind bald da. Und ich habe verdammten Hunger. Ah, was würde ich jetzt geben für so ein richtig geiles Sandwich? Oh. Ich habe jetzt Hunger auf das Sandwich. Naja, ist es sowieso gerade Mittagszeit, wo ich aufnehme. Nach diesem Part mache ich mir ein richtig geiles Sandwich. Oder ein Wildschwein. Ja. Grrr, mein Freund. So, jetzt müssen wir über den Hafen. Wehe, ich komme jetzt nicht darüber. Dann werde ich stinkig. Weil ich aber so richtig stinkig. Ja, speichern nicht. Wir könnten hier wenigstens mal schauen, ob wir vielleicht hier ein bisschen Ausrüstung bekommen. Ein wenig bessere. Es wäre auf jeden Fall vom Vorteil. Ich sehe hier jetzt aber nicht unbedingt Waffenladen. Habe ich vielleicht übersehen. Ja, was soll's. Lass mich durch! Ihr seid die Tizins, das ist schön für euch. Was machen wir denn jetzt Schönes? Sagen wir jetzt nicht, ich bin hier umsonst gelatscht. Das kann eigentlich gar nicht sein. Ey, warte mal, mit dem Turtles Express kann man da vielleicht irgendwie was machen? Ey, mein Freund! Tackchen, was kann ich für euch tun? Ich möchte gerne einen Transport. Yo! Grells Side, da war ich. Ne? Dann leck mich. Ja, was machen wir jetzt? Gibt's noch eine andere Möglichkeit, wie ich da hinkomme? Oder war es einfach nur so nebenquest-technisch? Ich hab keine Ahnung. Aber woanders, da komme ich doch dann nicht hin, oder? Es gibt ja sonst keine anderen Wege. Glaube ich zumindest. Oder habe ich da jetzt irgendwie was übersehen? Ja, das sind jetzt soweit Wiesentäler und so weiter. Hm, mal schauen, ich gehe mal kurz da hinten hin. Ja, feines Fell haben wir da, ein feines. Nö, da ist jetzt auch nicht unbedingt was. Vielleicht war es halt echt optional, was wir da gerade gemacht haben. Dass wir den Windgeist bekommen haben. Was wir sonst hätte nicht bekommen sollten, könnten, müssten, hätten, keine Ahnung. Das ist gerade ein bisschen weird gerade. Habt ihr jetzt eigentlich nicht Bock, da wieder komplett zurückzulaufen? Da komme ich wahrscheinlich auch nicht drüber, ne? Oder? Ne. Jo. Wenn hier jetzt nichts mehr ist, wenn ich jetzt wieder über die Brücke muss und wieder komplett anders da, dann... Dann sollte ich vielleicht mal googeln, wo es weitergeht. Oder beziehungsweise wie ich da weiterkomme. Weil ihr wolltet sicherlich jetzt auch nicht sehen, wie ich jetzt den kompletten Weg nochmal zurücklaufe. Funkel. 113 Gold. Boah, 13 Gold mehr als zum letzten Mal. Na, wie es aussieht, müssen wir halt echt wieder zurück. Oder hier geht's noch weiter. Gut. Na gut, ich würde mal sagen, dann... Na, wir haben so fast die 20-Minuten-Marke erreicht. Dann laufen wir halt noch mal ein bisschen. Wir könnten mal den Elf-Mixer mal anschauen. Und nächsten Part, dann laufe ich schon mal zum richtigen Zeitpunkt hin, wo wir auch hin müssen. Dass wir wenigstens dort keine Zeit mehr verschwenden. Hey, wir haben Windgeist gefunden, das ist doch schon mal etwas. Haben wir in dem Part halt auch minimal was erreicht. Aber ich habe halt gehofft, dass wir da, ja, keine Ahnung, dass wir ein bisschen mehr erreichen. Wieder 100 Gold. Wer legt denn hier die 100 Gold hin?
Und dann muss ich wirklich komplett raus. Nun. Ich will nochmal eins versuchen, dass ich vielleicht hier weitergehe. Ja, hier ist Land, hier komme ich ja nicht durch. Ja, wir gehen halt nochmal. Man sagt, hey, lasst mich durch. Und sie lassen mich nicht durch. Nicht hier entlang. Lasst uns einen weiteren Weg suchen. Ja, was auch immer. Schauen wir uns noch den LF-Mixer an. Mixer. So. Oh, wir haben einen neuen Platz. Toxische Nadel haben wir 5-mal. Safran haben wir 2, das können wir mal. Die Samen können wir mal lassen. Unbekannte Samen brauchen wir nächstes Mal. Was haben wir da? Starke Knochen. Hauen wir rein. Da tun wir überwuchter Kristall. Hyperdichter Kristall. Kostet 152. Gönnen wir uns. Das Problem ist, jetzt unser LF-Mixer ist ziemlich low. Das heißt, wir müssen den auch mal wieder aufladen. Aber das machen wir im nächsten Part. Und ich verspreche euch beim nächsten Part, dann fahren wir dann gleich bei der Action an. Also da wandern wir jetzt nicht erstmal hin, bis wir da irgendwie den Punkt gefunden haben. Sondern werden dann straight dann zum Ziel bekommen. Aber das werden wir dann im nächsten Part erfahren. Deshalb, ich freue mich, bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Final.